Ja, es geht weiter mit Professor Stefan Brunnhuber, dessen Vita darzustellen wahrscheinlich ein eigener Vortrag wäre. So vielseitig ist er unterwegs, Chefarzt für Psychiatrie im Bereich Ökonomie und Nachhaltigkeit tätig. Hier hat er auch eine Stiftungsprofessur und wird sich aber weiter bewegen im Feld von Dr. Boissin mit der Frage, können Mystik und Wissenschaft zusammenkommen oder Wissenschaft, Religion und Bewusstsein? Ja, wir sind ja schon dabei, Mystik und Wissenschaft zusammenzubringen und ich bin sehr gespannt. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung nach Berlin. Vielen Dank für die Organisation. Ich war ganz im Lauschen auf diesen Vortrag gebannt, habe vergessen, mich zu verkabeln. Die Organisatoren haben mich gebeten, einen sogenannten, einen autobiografischen oder spirituellen Disclaimer zu machen. Denn ich bin ja kein Neurobiologe und ich bin kein Theologe, ich bin auch kein Mönch, ich bin eher ein politischer Mensch und Psychiater und habe durch meine Mitgliedschaften in Thinktanks beschäftigen wir uns eher mit gesellschaftspolitischen Fragen. Und all das, was wir gestern bis heute früh eigentlich diskutiert haben, war im Grunde genommen in Teilen zumindest etwas, was man zusammenfassen kann. Wir machen im Meditieren das Richtige im Falschen. Ja? Und das Falsche sind die Systeme und die Umstände, in die wir eingebunden sind. Ich bin selber die Möglichkeit gehabt, für viele Jahre williges Jägerschüler zu sein und war bis zuletzt um die Jahrtausendwende, ist auch schon länger her, längere Zeit bei den Wüstenvätern und habe dort die Spiritualität der Wüstenväter kennengelernt. Jetzt brauche ich aber irgend so ein Ding, wo ich so durchschalten kann. Habt ihr sowas? Ja. Ich möchte mit Ihnen den Zusammenhang von Wissenschaft, Religion und Bewusstseinsentwicklung besprechen und dazu, wenn Sie so wollen, gewissermaßen einige Innenansichten eines Psychiaters mitteilen. Und diese Auseinandersetzung ist ja alt, die geht ja zurück auf Kopernikus, die geht zurück auf Bonaventura, die geht zurück auf Richard Dawkins hat das Ganze ja genannt, ein Terror. Ja, Menschen, die religiös sind, sind eigentlich wahnsinnig, weil es mehr Menschen gibt, die im Namen irgendeiner Religion getötet werden, als unter Friedenszeiten. Nicht? Freud hat das Ganze eine Neurose genannt. Und bei Einstein kann man nachlesen in einer Auseinandersetzung mit Max Weber, dass wir Wissenschaft brauchen, weil sie uns deskriptive Aussagen, also beschreibende Aussagen, die Wirklichkeit liefert, aber keine normativen. Und es ist in normativen Aussagen eigentlich in der Religion zu finden sein und dass es darum geht, dass beide sich ja doch irgendwie benötigen. Ich war im Umfeld einer Arbeitsgruppe in meinem Vatikan eingeladen und da haben wir ein Rollenspiel gemacht. Und stellen Sie sich mal Folgendes vor, das würde jetzt hier im Saal stattfinden. Stellen Sie sich ein fiktives Treffen vor. Ein fiktives Treffen von allen Religionsführern. Aus jeder Religion sind mindestens 2 oder 3 da. Außerdem sind hier auch Humanisten im Saal. Auch Atheisten. Auch Wissenschaftler. Und Menschen, die nur Wissenschaftler sind. Mönche und Bischöfe und Päpste. Und jeder vertritt seine Sicht der Welt. Und in diesem fiktiven Treffen ging es darum, die Frage zu beantworten, wie hängen eigentlich Wissenschaft, Religion und Bewusstseinsentwicklung zusammen? Gibt es sozusagen einen gemeinsamen Nenner? Kann man die drei in irgendeiner Weise sogar versöhnen?
berühren sie sich vielleicht sogar? Kann man den einzelnen Bereich anerkennen und ehren und ihn dennoch so differenzieren, dass er Anschluss hat an das andere? Die Katholiken würden dann aufstehen und sagen, ja, ein zentraler Punkt ist natürlich, dass wir einen Gott glauben mit einem langen Bart, der uns nicht erlaubt, eine Freundin zu haben. Und die Buddhisten werden sagen, nee, das mit dem personalen Gott, das gibt es bei uns nicht. Und dann stehen die Hindus auf und sagen, nee, super toll, wir haben hunderte von denen. Und die Wissenschaftler sagen, das ist alles Dopamin und sonst nichts. Und die Humanisten sagen, was ihr euch da so anstellt, das sind alles einfach nur Resilienzfaktoren und dann geht es wieder weg. Also nicht einfach. Was bisher in diesem Diskurs, den wir am Vatikan geführt haben, den wir auch hier irgendwie implizit ja führen, wobei wir natürlich eine Vorentscheidung schon getroffen haben, ist, dass Formen der Reduktion, des Reduktionismus, also Formen, in denen Religion auf Wissenschaft oder Wissenschaft auf Religion oder Bewusstseinsentwicklung auf Religion oder wie auch immer reduziert werden, dass die nicht erfolgreich sind. Ja? Religion auf Wissenschaft zu reduzieren, ist auch nicht alles der Religion, unumgekehrt. Was auch nicht viel geholfen hat, ist, dass man sich gegenseitig einfach anerkennt und sagt, ja gut, du machst dein Ding und ich mach mein Ding, aber so wirklich zusammen kommen wir dann auch nicht. Und was auch nicht wirklich weiterhilft, sind Abwertungsszenarien. Also, ja. Aber wie gehören die drei dann doch zusammen? Das würde ich gerne in den nächsten 20 Minuten diskutieren mit Ihnen. Als Menschen vor einigen Tausend, das sind jetzt nur Anmerkungen, der Innenansicht eines Psychiaters, ja, als Menschen vor einigen tausend Jahren angefangen haben, die Außenwelt zu betrachten, haben sie angefangen, wiederholungsstabile Phänomene wahrzunehmen, zum Beispiel Flut und Ebbe oder Veränderungen der Sterne oder saisonale Veränderungen. Und das war wahrscheinlich der Beginn des Kalenders. Und der Kalender steht wahrscheinlich am Anfang dessen, was wir heute Wissenschaft nennen. Großer Wahrscheinlichkeit. Wir fangen an, über Regelmäßigkeiten in der Außenwelt nachzudenken, wiederholen die und verifizieren die und falsifizieren die und korrigieren die und differenzieren die. Karl Jaspers hat vor 2500 Jahren eine ähnliche Zeitepoche als die Achsenzeit beschrieben, wo wir nicht nach außen gewendet Regelmäßigkeiten beobachten, sondern nach innen gewendet anfangen, unseren kritischen Verstand zu bedienen und über uns und die Welt kritisch nachzudenken. Heute gibt es dann andere Begriffe dafür, die nennt man dann Metakognition und Distanzierung und was weiß ich alles. Aber im Kern ist es ja ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung, weil es in allen Hochkulturen der Welt ungefähr um 2500 vor der Zeitrechnung angefangen hat. Wissenschaft leistet uns an der Stelle die Fähigkeit, Orientierung zu geben. Ja? Wissenschaft leistet uns hier an der Stelle, einen Prozess anzustoßen, der ständig offen ist, der ständig falsifizierbar ist, der ständig durch Induktion und Deduktion korrigierbar ist, im Grunde genommen kumulativ immer wieder Wissen anhäuft, um es dann wieder in Frage zu stellen. Der Prozess ist immer offen, der ist nie abgeschlossen. Und er produziert immer hypothetische, wie wir es jetzt im Slam wieder gesehen haben, hypothetische Ergebnisse, die wir dann wieder korrigieren müssen. Und so wie der Gegenstand von dessen, was wir Wissenschaft nennen, eigentlich immer ambivalent ist, immer widersprüchlich ist, ist die Methode, die in die Welt kommt, wenn wir Wissenschaft machen, doch relativ klar. Harald Wallach kennt sich da ganz besonders aus. Mit der Art und Weise, wie man verifiziert, wie man falsifiziert, wie man Methoden durchführt und so weiter und so weiter. Über die Jahrtausende hinweg waren das 6 bis 8 Disziplinen.
Mittlerweile haben wir am Beginn des 21. Jahrhunderts über 1000 Disziplinen und Subdisziplinen und keiner kennt sich ja nicht mehr aus, was der andere gerade macht. Ja. Und was wir mit dem Wissenschaftsbetrieb an der Stelle hinbekommen, glaube ich, ist, dass wir deskriptiv in immer weiterführenden Subdisziplinen unsere Wirklichkeit beschreiben können. Und dass wir zwischen Fakten und Normen unterscheiden müssen. Ich komme darauf zurück. Wenn man Anthropologen fragt, wann das eigentlich so anfängt mit der Religion, in einem ganz allgemeinen Sinne, nicht in dem differenzierten Sinne, wie sie das hier in dem Kongress tun, dann ist es ungefähr vor 50.000 Jahren gewesen. Und wenn man dann Anthropologen und Ethnologen fragt, ja, was habt ihr denn das gemerkt, ihr seid ja nicht dabei gewesen, dann sagen die ihnen, das hat was zu tun mit Begräbnisritualen. Weil dort zum ersten Mal nämlich Gesellschaften angefangen haben, Menschen zu beerdigen. Und wenn man das tut, dann entstehen offenbar Gemeinschaften, die über ein Jenseits und Diesseits, die über die eigene Endlichkeit des Einzelnen und der Gruppe, aber auch über ein irgendwie geartetes Leben danach, also eine Transzendenzerfahrung gemacht haben und das dann in unterschiedlicher Weise ausgestalten. Noch vor 30, 40 Jahren war man im Umfeld der soziologischen Debatte der Meinung, das mit der Religion erübrigt sich eigentlich. Ja, man nannte das die Säkularisierungsthese. Ja, das ist etwas, was sich sozusagen auswächst. Ja, das hat sich jetzt also nicht bestätigt. Also empirisch ist es so, dass 4 von 5 Menschen immer noch irgendeiner Religionsgemeinschaft angehören. Das sind im Kern letzten Jahres 83,7% der Menschheit. Und die werden ja in absoluten Zahlen eher mehr als weniger. Und wenn Sie sich die Forschung zu dem Thema angucken, die wir auch gestern und heute immer wieder auch uns angeguckt haben und diskutiert haben, so steht da die Frage der Religion, ihre Bedeutung der Religion für Gesundheit, für Bewusstsein, für Wissenschaft im allgemeinen Sinne dafür zu gucken, ist das jetzt eher ein Risikofaktor, wenn man jetzt einer Religion zugehört, oder ist es eher ein Resilienzfaktor? Ist es eher gut oder ist es eher schlecht? Das kann man auch untersuchen. Und ich erspare Ihnen die da mit verbundenen Meta-Analysen, ja, die können Sie auch nachlesen. Ja. 3/4 der Studien zeigen eben, dass es eher resilient und gesund ist, dass es die Lebenserwartung erhöht, dass es die Resilienz erhöht, die Stressfähigkeit, die Empathiefähigkeit, dass es supportiv, dass es restaurativ ist. Und ein kleiner Teil zeigt eben auch, dass es schwierig ist. Wir haben uns damals in Vatikan die Frage gestellt, was ist eigentlich das Spezifische der Religion? Ja? Was ist die Differentia Spezifica? Und dann standen die ersten auf und sagen, ja, wir kämpfen für die Armut und kämpfen gegen für die Tobin-Steuer und so weiter. Und wir sagen, hey, das können die anderen viel besser. Also Oxfam kann über Finanztransaktionssteuern 20 Mal mehr sagen wie irgendjemand im Vatikan. Die können auch da mitmachen bei Armutsbekämpfung. Aber das Spezifische des Religiösen wird damit nicht zum Ausdruck gebracht, auch im gesellschaftspolitischen Kontext nicht. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja gut, vielleicht hat es damit was zu tun, dass wir einfach irgendwelche ganz spezifische Texte lesen. Und sagen, ja gut, jeder liest einen eigenen Text. Jeder hat ein großes Buch oder einen Text, den er liest, ein Narrativ, dem er folgt. Das ist auch nicht unbedingt spezifisch für die Religion im Allgemeinen. Das ist eher spezifisch für die Religion im Speziellen, dass jede Religion ihren eigenen Text hat, ihr eigenes Narrativ hat. Jetzt kann man die Unterscheidung einführen und sagen, lassen Sie uns mal für einen Augenblick aus der Sicht, Innensicht des Psychiaters, wenn Sie so wollen, auch unterscheiden zwischen Religion und Spiritualität. Und das Interessante ist, dass Sie eigentlich, Entschuldigung, ich habe eine technische Frage, könnten Sie mir, weil ich da immer so mich so umdrehen muss, könnten Sie mir das da auch da drauf spielen, oder?
Wenn man diese Unterscheidung einführt, wenn man die Unterscheidung einführt, dann kann man feststellen, dass es in allen Religionen Religionszugehörigkeiten gibt, denen es vor allem um die Geschichte geht, um das Narrativ. Also die Art und Weise, wie wir, die Welt und uns selber erklären. Sie ist in dem Sinne eben translativ. Sie deutet die Welt. Also, das tut der Buddhismus, so der Hinduismus, so der Katholizismus, so jede Religion. Und damit entstehen Gruppenzugehörigkeiten. Wenn Sie dieses Narrativ nämlich teilen, bleiben wir beim Katholizismus, weil ich selber mal Ministrant war, dann müssen Sie ein ganz spezifisches Narrativ glauben. Und wenn Sie das glauben, dann gehören Sie dazu und wissen sozusagen, wie Sie die Welt deuten sollen. Und da gibt es ganz spezifische Regeln, die Sie einhalten müssen in der Deutung. Bei manchen Zugehörigen müssen Sie gar nicht Steuer zahlen. Dann gibt es einen, der oberhalb von Ihnen steht. Da gibt es also Hierarchien. Manche haben Kappe auf, manche haben keine Kappe auf. Dann haben einen Bart und manche haben keinen Bart. Und manche scheren sich den Kopf und manche haben eine rote Kutte und eine blaue Kutte. Und ganz unterschiedliche Ausdrucksformen. Die sind alle wichtig, weil sie zur Stabilität der Gruppe, der In-Group, aber auch zur Stabilität in Abgrenzung zu anderen Religionsgemeinschaften dient. Und weil Religionszugehörigkeit in diesem Sinne mit Sicherheit salutogenetischen Faktoren wie Resilienz oder Lebenserwartung korreliert. Aber das wirklich Spannende für mich, deshalb habe ich mein Referat Innenansicht eines Psychiaters genannt, sind nicht diese Religionszugehörigkeiten. Das psychologisch wirklich Spannende ist, dass es in jeder Religion, vielleicht sind es 3, vielleicht sind es 5, vielleicht sind es 10%, ein bisschen mehr oder weniger, denen geht es gerade nicht um die religiöse Ausrichtung, sondern geht es um einen Begriff zu wenden, eben um die spirituelle Dimension. Und das Spannende all dieser, nennen wir sie mal 5%, ja, ist, dass es gerade nicht darum geht, die Welt unterschiedlich zu deuten, ständig einen Text zu lesen, sondern es geht weniger um die Translation, sondern es geht um die bewusstseinsbedingte Transformation. Und in allen diesen spirituellen Traditionen, wir haben gestern und heute auch immer wieder darauf angesprochen, spielt die sensomotorische Praxis, also die Praxis, wo der Körper mit eingebunden ist, in allen, ohne Ausschluss, eine zentrale Rolle. Ob Sie Hatha-Yoga machen oder ob Sie Mantras machen, ob Sie in der christlichen Mystik des Hochmittelalters Ganzkörperunterwerfungen machen, ob Sie fasten, ob Sie Yoga machen, ob Sie Sufi-Tänze machen, das ist im Kern, ja, zitieren Sie mich jetzt nicht, egal, weil es um den Zusammenhang von Identifikation mit dem Grobstofflichen, mit dem Feinstofflichen und mit dem Jenseits des Feinstofflichen geht. Und all diese Praktiken dienen dazu, in den unterschiedlichen Ebenen gewissermaßen die Identifikation mit dem Grobstofflichen, mit den Emotionen, mit dem Gedanken, mit dem Nichts immer wieder in unterschiedlicher Form einzugehen und aufzuheben. Ich habe das bei den Wüstenvätern erlebt. Da gibt es Initiationsrituale, die fangen ja früh um 1:30 an. Nachdem sie mehrere Tage gefastet haben und nicht genau wissen, wie lange der Fastenzyklus dauert, weil es ein Aspekt der Spiritualität der Wüstenväter ist, dass sie im Gegensatz zum Zen eben nicht die Form stabil vorgegeben ist, sondern die Form selber wiederum permanent ändert und jemanden wie den Novizen in die Aufgabe versetzt, immer wieder sich neu an Formen anzupassen und so davon zu desidentifizieren, dass sie zum Beispiel in Ganzkörperunterwerfungen eingebunden sind und das mit christlichen Mantras verbunden sind. Ich mache das jetzt hier nicht vor, weil das den akademischen Rahmen sprengt, aber stellen Sie sich das mal mental vor. Sie müssen das früh um 1:30 machen hier und Sie kriegen ein Mantra, Ganzkörperunterwerfungen und unter 200 geht da gar nichts. Ja? Und da geht es ja im Kern nicht um eine olympische Disziplin. Vergessen Sie das. Da geht es auch gar nicht darum, um Ego-Boosting oder Ich-Maximierung.
eigentlich genau das Gegenteil. Mit diesen Übungen kommen sie mental durch die Repetition der Repetition der Repetition der Repetition der Repetition, durch die permanente Wiederholung der Wiederholung, das kennen Sie aus dem Mantra, in einen Zustand, wo sie psychologisch sich auf den unterschiedlichen Bewusstseinsebenen desidentifizieren. Mit sich, mit ihrem Körper, mit ihren Gedanken, mit ihren Emotionen und so weiter und so weiter. Es geht im Kern eben nicht darum, eine Geschichte zu erzählen. Es geht im Kern nicht darum, irgendeiner Gemeinschaft anzugehören, primär. Sekundär schon. Die sekundäre Sangha-Erfahrung ist wichtig, aber nicht die primäre. Und es geht im Kern auch nicht darum, die Geschichte zu erzählen, sondern all diese Praktiken, die sind im Grunde genommen eher ein Pull aus der Zukunft und kein Karma aus der Vergangenheit. Es geht im Kern, wenn Sie das zu Ende tun, das ist im Zen nicht anders, nicht um Stabilität und Halt des Egos oder der Gruppe, sondern genau um das Gegenteil. Es geht gerade darum, dass man die Gruppenzugehörigkeit mit all ihrer Stabilität aufgibt. Und es geht im Kern ganz sicher in allen Weltreligionen nicht um Steigerung der Gesundheit. Das habe ich im Zen erlebt und das habe ich auch bei den Wüstenvätern erlebt. Menschen haben ganz klar geweigert, sich medikamentös zu behandeln zu lassen, weil es nicht um diesen Aspekt der Optimierung von individueller Gesundheit geht, sondern es geht um die Steigerung und Veränderung des Bewusstseinszustands. Manche in der Psychologie nennen das klingt ein bisschen akademisch jetzt, ist egal, transpersonale Bewusstseinszustände. Kriege ich noch ein bisschen Zeit? Ja. Letzter Punkt. Ich sage da noch was, wie die zusammengehen, weil ich habe noch 10 Minuten. Also gut. Ich hatte mich vor vielen Jahren mal mit Ken Wilber getroffen in Denver, weil ich eine Vortragsreihe gemacht habe am C.G. Jung-Institut zum Thema Ken Wilber trifft Carl Gustav Jung und hat er mich nach Denver eingeladen. Und eines der ersten Sätze war, weißt du, seit 5 Milliarden Jahren verändert sich der Kosmos. Seit 100.000 Jahren passiert es auch mit dem, was wir Menschen nennen. Es ist geradezu kontraintuitiv, davon auszugehen, dass das alles jetzt nach 5 Milliarden Menschen mit dem, was wir in der Selbstreflexion Ego, personales Ich-Bewusstsein nennen, zu Ende sei. Die These kann man vertreten, aber das ist kontraintuitiv. Vor 50.000 Jahren auch fängt etwas an, was auch mit den Begräbnissen zusammenhängt, was man in der Sozialpsychologie und Ethnologie kognitive Revolution nennt. Menschen fangen nämlich an, ein Narrativ über sich zu entwickeln. Sie können über sich selber nachdenken. Und es sind diese Geschichten, die wir uns erzählen, im Wachzustand, über uns und die Welt, die im Grunde genommen den zentralen Selektionsvorteil der letzten 50.000 Jahre dargestellt haben. Weil wir glauben ständig an Geschichten über etwas, was es eigentlich gar nicht gibt in der Außenwelt, zum Beispiel Gott oder Geld oder Rechtssysteme. Aber wir glauben an diese Dinge, schaffen Narrative nach innen und können damit Milliarden von Menschen nach außen koordinieren. Nicht nur beim Thema Gott ist es so, das ist zum Thema Geld auch so. Ja, das haben wir einfach geschaffen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich glaube, es hat was damit zu tun, dass diese Narrative sich natürlich verändern über die Jahrtausende hinweg. Und dass sie einer, wenn Sie so wollen, Entwicklungslogik unterliegen. Und dass wir gleichzeitig diese Narrative auch benötigen, um als Mängelwesen überhaupt überleben zu können. Das war die Diskussion der letzten 100 Jahre in der Anthropologie. Wir sind, so wie wir alle da sitzen, Mängelwesen. Wir haben ein Defizit, das geht nicht weg. Im Gegensatz zu allen anderen Tieren, die maximal angepasst sind, sind wir das nicht. Wir brauchen ständig irgendwas anderes. Institutionen, Regelwerke, andere Menschen, Technologie, Governance, vieles mehr, was diese Blombe, diese Lücke sozusagen kompensiert und uns stabilisiert. Und dann geht es einigermaßen, sonst geht es nicht.
Und diese Narrative verändern sich. Das ist einfach nur so ein Bildchen da, wo Sie lauter Menschen abgebildet sehen, die sehr klug sind und die sich mit dem Thema beschäftigt haben, dass unser Bewusstseinszustand sich verändert. Und ich möchte die These wagen, dass es vor allem die westliche Psychologie, Harald, du korrigierst mich jetzt dann gleich, ja, die westliche Psychologie war im 20. Jahrhundert, die zwei zentrale Beiträge für unsere Frage eingebracht hat. Nämlich zum ersten Mal, dass unser Bewusstsein sich entwickelt nach Stufen, nach Ebenen. Kohlberg hat es getan und Piaget hat es getan, Kernberg hat es getan, Freud hat es getan, Maslow und viele, viele mehr, kennen Sie alle. Und zum Zweiten, dass diese Entwicklung mit einer Psychopathologie versehen ist. Da entstehen Dysfunktionalitäten, da entsteht Krankhaftes, Abnormales, da entstehen Frames, da stehen Biases, da stehen Dinge, die eigentlich irrational sind. Und drittens, es waren nicht die westlichen, sondern bis Ende des letzten Jahrhunderts vor allem die östlichen Psychologien, die zeigen konnten, dass im Rahmen dieser Entwicklungslogik die Entwicklung von eines personalen Ichs nicht das Ende der Entwicklung ist. Es waren die Stärken der östlichen Traditionen, die gewissermaßen hier angesetzt haben und die Entwicklungen im transpersonalen Bereich eigentlich sehr differenziert dargestellt haben. Wilber hat das mal zusammengefasst. Es ist auch egal, wenn, das kann man bei Gebser nachlesen, bei Maslow oder in vielen anderen. Also wir haben den Befund, dass wenn Sie mit Bewusstseinspsychologie beschäftigen, dass Sie auf der einen Seite sicherlich eine Entwicklungslogik haben, das heißt, das Ding verändert sich ständig. Zum einen, zum anderen unterliegt es einer Psychopathologie. Und zum dritten hört es mit der Reflexion auf Ich-Zustände, auf Ich-Funktionen sicherlich nicht auf. Und es gibt jenseits dessen transpersonale Zustände, die in gleicher Weise wichtig sind. Wir hören die drei also jetzt zusammen. Ja? Wenn Sie Grundlagenforscher, Neurobiologen hören, dann sagen, ja, das hat vor allem etwas mit Dopamin zu tun. Man nennt das die Überschuss, die Salienzhypothese. Also eine Überschussbedeutung, die Religion liefert, ist im Wesentlichen Dopamin angesteuert. Kann man jetzt so machen? Umgekehrt gibt es natürlich Aussagen, dass Religion eben nicht nur Dopamin ist, sondern weit über dessen hinausgeht, weil der Dopaminrezeptor, den gibt es ungefähr seit 500.000 Jahren, der ist nicht gekoppelt an die Bewusstseinsentwicklung selber. Die Frage, die uns die nächsten 5 Minuten, bevor ich dann wirklich aufhöre, interessiert, war ja die Frage, wie gehören diese drei zusammen? Wo trifft Wissenschaft auf Bewusstseinsentwicklung und auf Religion? Ich glaube, es gibt einen gemeinsamen Nenner. Der ist nämlich dann da, wenn wir aus wissenschaftlicher Sicht nicht den Gegenstand, sondern die Methodik nutzen. Die rigorose Falsifikation, Verifikation, Induktion, Praxis, das Yoga, das Rezept, das Kochrezept. So nach dem Motto, wenn du das sehen willst, wenn du durch dieses Fernrohr gucken willst, wenn du diese Methode nutzen willst, dann siehst du das auch. Wenn du 500 Ganzkörper und so weiter, wenn du 10 Jahre im Zen sitzt und diese Übung diszipliniert durchführst, als Rezept, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich in deinem Gehirn etwas tut, was Lazar mit den Veränderungen in der grauen Hemisphäre, mit der grauen Substanz untersucht hat, und vielmehr, dass sich unser Bewusstsein verändert. Das heißt, wenn wir einem spezifischen Rezept, einer Methodik folgen, erstens, und das zweite koppeln in die Fähigkeit, dass wir Religion von Spiritualität unterscheiden. Und wenn wir drittens uns eingestehen, dass unsere Bewusstseinsentwicklung mit der Entwicklung personaler Ich-Zustände nicht zu Ende ist, an dem Punkt,
wo Rezeptmethode auf die Differenzierungsleistung von Religion und Spiritualität und auf die Anerkennung, dass personale Bewusstseinszustände nicht das Ende der Gesamtentwicklung ist, trifft. Das ist für mich der Punkt, wo Religion, Wissenschaft und Bewusstseinsentwicklung zusammenfallen. Und es sind gerade diese transpersonalen Bewusstseinszustände, die gerade nicht, wie wir es von unseren Vorrednern auch gehört haben, konditioniert sind, die gerade nicht durch eine Lerngeschichte erklärbar sind, sondern die im Grunde genommen durch ein spezifisches Rezept, durch eine spezifische Praxis für jeden Einzelnen zugänglich sind. Und die haben im Kern dann, wenn Sie so wollen, einen ahistorischen, ja fast skalenunabhängigen, absoluten Charakter. Sie üben etwas ein, nach Anleitung eines Meisters, nach dem ganz spezifischen Rezept, in dem sie es machen müssen. Und sie haben die große Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Bewusstseinsschwerpunkt erweitern und vertiefen und dass ihnen Bewusstseinszustände zugänglich werden, die sie im Rahmen ihrer Lerngeschichte, ihrer Biografie, ihrer Autobiografie so noch nicht kennen. Nicht relative, sondern absolute Gnade. Nicht relative Freude, sondern absolute. Nicht relativer Geschmack einer Butterbrezel, sondern den einen Geschmack des Absoluten. Das geht an der Stelle, wo diese drei zusammenkommen. Und jetzt treffen sich diese, in diesem fiktiven Treffen, das ich am Anfang genannt habe, alle wieder und sind sich einig, dass wir also viel mehr Wissenschaft brauchen, vor allem rigorose Methode. Keine Wellnessveranstaltungen, keine musealen Quatschveranstaltungen, sondern rigorose Rezepte, die auf spirituelle Praxis trifft und die anerkennt, dass seit 5000 Jahren die Kulturanthropologie, vor allem des Ostens, aber auch des Westens, uns gezeigt hat, dass sie uns einen Zugang ermöglicht zu einem anderen Bewusstseinsschwerpunkt. Und dann entsteht Fortschritt. Fortschritt für mehr Freiheit, für mehr Frieden und für mehr Nachhaltigkeit. Und dafür sind wir eigentlich hier. Vielen Dank.